Herzlich willkommen zurück zu Paper Mario, der Origami King. Im letzten Part hat man zu wenig Speicherplatz, das fällt mir gerade höchstens ein. Und wir waren hier vor dem Tempel des Wasserpergamenton angekommen. Wir haben es zum Tempel des Wasserpergamenton geschafft. Jetzt können wir endlich das Wasserpergamenton treffen. Das sieht eindeutig wie der Eingang zum Tempel aus, oder? Ah ne, aus. Aber wie kriegen wir ihn auf? Spreng mal. Logischerweise sollst du dich da bitte drüben draufstellen. Oh, jetzt hab ich's, Mario. Man muss bestimmt beide Schalter gleichzeitig drücken. Das muss es einfach sein. Ich bin clever und süß. Du bist viel zu leicht. Moment mal, nein, ich schwebe doch. So kann ich keine Schalter drücken. Bobby, du musst dich da draufstellen, in Ordnung? Danke. Oh ja, da bin ich selber drauf gekommen. Warte, da hinten ist noch ein Schatzmini. Toll, geschafft. Jetzt kommen wir in den Tempel hinein. Bobby, kommst du nicht mit in den Tempel? Was, ich? Natürlich würde ich euch gerne in diesem finsteren, bedrohlichen Tempel begleiten. Dass ich zittere, ist nur die Vorfreude. Aber leider bin ich vom vielen Schalterdrücken ziemlich erschöpft. Darum ruhe ich mich lieber hier noch etwas aus. Bis später. Echt jetzt? Er kommt nicht mit? Für was ist dieser Bob-Omb überhaupt zu gebrauchen? Sieht sehr schön aus. Tempel des Wasserpergamenton. Hey, sieh dir nur mal diesen Steindrachen da hinten an. Ist das das Wasserpergamenton? Bobby verpasst wirklich was. Erstmal sieht es hier sehr, sehr klein aus, aber ich glaube, das wird noch sehr, sehr täuschen. Das ist ein Toad, da bin ich mir sicher. Stopftes Loch haben wir. Genau, im Übrigen, das mit der Stimme bleibt auch erstmal so, ne? Du hast deinen wertvollen Schnipselvorrat für meine Rettung eingesetzt? Übrigens, Schnipsel, die neben dem grundlosen Loch fallen, verschwinden nicht. Also mach dir da keine Sorgen. Echt nicht? Das ist aber jetzt auch erst der Erste, der mir das sagt, ne? Danke mal für einen sinnvollen Tipp. Aber ich möchte jetzt erstmal da hochschauen. Irgendwas muss da ja sein. Was ich schon mal schön finde, ist, dass es hier gleich einen Speicherblock immer gibt. Bringt mir nichts. Sie sagt auch gar nichts dazu. Okay, finde ich ein bisschen schade. Okay, der einzige Weg ist hier rein, deswegen gehen wir mal da rein. Okay, Blöcke und eine Grabe. Die man auch aus Mario Kart Super Circuit kennt oder aus Wii. Ich weiß nicht, wo die sonst noch vorkamen. Aber cool, dass wir hier Wassergegner haben. Ich schätze mal, draufspringen ist so einfach nicht. Durch die Scheren. Aber hätte ich das gewusst, dass die hier vorkommen, hätte ich mir noch ein paar Eisenstiefel gekauft, weil ich glaube, das waren die letzten, oder? Ich weiß es jetzt nicht. Weil ich jetzt zu blöd zum Timen war. Egal, dann kann ich jetzt wenigstens mit dem Hammer draufschlagen. Naja. Oder hatte ich noch ein extra Paar? Ich weiß es nicht. Ist auch erstmal egal. Oh cool, neue Gegner, das finde ich ja eh immer schön. Und passen hier halt auch gut rein. Musik finde ich hier im Übrigen auch sehr cool. Ah ne, ich habe noch welche. Ich habe auch noch Glitzerstiefel und einen Glitzerhammer. Also kann ich alles mal noch einsetzen, sobald es wirklich... Ach so, okay, vielen Dank. Das Spiel schenkt mir welche. Anstatt zu sagen, nö, wenn du halt jetzt zu blöd warst und hier ohne reingehst, dann hast du halt Pech. Nee. Sie helfen deinem lieber. Das entwertet natürlich ein bisschen das Geld. Muss man einfach sagen. Weil es wird halt dadurch immer, immer sinnloser. Aber... Ja... Wie habt ihr euch das vorgestellt? Hä?
Egal, wir lassen das so. Ich weiß nicht, was ich da hätte anders machen sollen. Ich möchte gerne euch hier erstmal besiegen. Das war schlecht. Ich hau einfach gleich nochmal drauf. Hauptsache, es sind schon mal welche weg. Das müsste es sein, ja. Das hat übel weh. So. Ja, die Kämpfe bleiben halt die gleichen, das ist ja logisch. Aber ist erstmal in Ordnung. Okay, gut. Hatte ich Angst, dass ich es vielleicht wieder mit dem Timing versaue und dann wieder welche überleben. Aber nö. Wir haben 29.000 Münzen. Für was? Ein Pilz? Sehe ich echt so kaputt aus? Komm schon, wollt ihr mich langsam für blöd verkaufen, oder? Nee, hä? Ach so, es ist so einfach wie kompliziert. Man sollte halt auch richtig hingucken, ne? Wie heißen die Crabs? Ja, nee, Krabbe. Ich bin nicht dumm. Als ob ich jetzt echt das E als S gelesen habe. Nee, Krabbe, alles super. Reicht das? Dann halt nichts. Alter, langsam tut's echt weh. Vielleicht ist es doch gut, dass sie mir den Pilz geschenkt haben. Das war so fucking klar. Beende diesen Mistkampf, ich habe keinen Bock mehr. Ich bin auch zu dumm zum Blocken. Ja, logisch. Vor allem jetzt bleibe ich auf 60, ne? Ich bekomme nicht die 10 wieder dazu, zum Beispiel. Weil ich ja dieses Bronze-Plus-Ding habe. So kann man sich nämlich immer heilen. Ach komm, jetzt reicht's aber. Ich hab keinen Bock mehr. Was können die Blauen jetzt wieder? Sind die einfach stärker, oder? Ist eh an sich egal, welche Eisenstiefel ich einsetze. Ach, wo man die noch erkennen kann, jetzt ist es mir eingefallen, ist natürlich aus Mario Brothers, dem allerersten Spiel, wo Mario wirklich namentlich, soweit ich weiß, erwähnt ist. Diesem Arcade-Spiel da. Das tat weh. Hä? Komm, muss ich sowas checken? Verstehe ich nicht. Weiß nicht, was ich da hätte jetzt wieder machen sollen. Es ist bestimmt so offensichtlich, aber so schwer für mich. Mann, ich habe aber auch gar keinen Bock mehr auf diesen Dreckskampf. Jedes Mal das Gleiche. Es ist halt leider so. Irgendwann hat man keinen Bock mehr. Ach so, und jetzt schaffe ich mal ein Excellent, okay. Für einen. Komm, mach das weg. Danke. Und jetzt nicht schon wieder 5 Milliarden Gegner. Ich habe keinen Bock mehr. Ein Schieberätsel. Dann gebt mir doch lieber Gegner.
Was? Was soll das denn sein? Wahrscheinlich muss man da irgendwas in was anderes stecken und dann mit noch etwas... Was? Was? Aber ich weiß nicht, wo man anfangen soll. Halt die Schnauze! Hörst du dieses Geräusch? Hoffentlich haben wir nichts kaputt gemacht. Ich habe nicht mal angefangen. Mit was bewege ich die Kacheln? Wie habe ich das jetzt gemacht? Ich verstehe nicht mal, wie ich das mache. Hä? Ja, aber hier fehlt doch was. Also ich weiß absolut nicht, was man hier machen soll. Sehen wir uns mal um. Vielleicht finden wir irgendwas, das uns dabei hilft, dieses Rätsel zu lösen. Naja. Ja, was ich halt leider nur sehe, sind diese bescheuerten Krabben, auf die ich keinen Bock habe. Kann ich hier irgendwas kaputt machen oder so? Der Drache ist halt komisch, ne? Was hat der auf sich? Steht er nicht umsonst hier? Aha. Sowas ist halt immer saucool, wenn man sowas findet, ne? Das war so fucking klar. Ich hab keinen Bock auf die Kämpfe! Was soll ich hier schon wieder machen? Nee, funktioniert so nicht. So hier. Nee, doch. Oh, ein Glück. So, ich muss jetzt ein Exzellent raushauen. Gönn. Danke. Nochmal bitte. Das wäre super, super wichtig. Ah, oh, sehr schön. Unversehrt-Bonus. Warte, der hatte irgendwas. Gegen den müssen wir kämpfen, definitiv. Wo ist er? Was? Wie soll das denn gehen? Komm, ich glaube, wir sollten alle bekämpfen, oder? Ist schon egal. Dann lass uns halt noch gegen diesen hier kämpfen. Okay. Die sind ja jetzt nicht wirklich schwer. Aber das Schöne ist, ich habe mich ja jetzt sogar schon einmal geheilt. Das ist natürlich perfekt. Super, weil es jetzt laggt. Was eine dumme Scheiße. Weil es jetzt halt kurz mal laggen musste. Okay, ist aber immer noch in Ordnung. Nein, Spiel, du drehst mir nicht schon wieder Scheiße an. Ja, war schlecht, aber ist in Ordnung. Hauptsache gewonnen. Ich öffne sogar noch mal den Pilz. Wie soll ich den bekommen? Komm, kämpfen wir mit dem noch? Dann müssen wir wenigstens nicht immer ausweichen. Das sollte es ein bisschen einfacher machen. Das allerdings nicht. So. Jetzt nicht wieder laggen. Brauche ich nicht. Danke.
Weil dann ist es natürlich auch scheiße zum Time, ist ja logisch, ne? Reicht das? Oh, danke, ein Glück. Okay, jetzt müssen wir irgendwie den blauen bekommen. Der ist immer da, wo ich nicht bin, ne? B. Ja, was für ein dummer Betrug. Checke nicht, wie das gehen soll. Was ist denn das hier? Aha. Das ist natürlich cool, weil das ist natürlich dadurch auch etwas an Super Mario, an Mario Bros. Angelehnt. Wenn die dumme Scheiße nicht kommt. Aber was ist denn, wenn der Powerblock weg ist? Sie sind alle umgedreht, wie super. Das gönne ich euch so sehr. Was? Ich check das nicht. Ich check das wie immer nicht. Als ob. So ärgerlich, wirklich. Aber sie können ja eh nicht angreifen. Das ist ja das Gute. Sie überleben halt alles. Dadurch, dass ich halt jetzt nicht diesen erhöhten Kraftboost habe. Ihr könnt nichts machen, oder? Danke. Umgekippt und bewegungsunfähig. So wie es sein muss. Ich check das doch jetzt eh wieder nicht. Mehr kriege ich nicht hin. Sorry. Aber hier müssten doch jetzt auch die normalen Stiefel funktionieren, richtig? Genau. Weil die sind ja... Ach ja. Das war abgrundtief dumm. Ja, nee, die drehen sich auch so scheinbar um. Aber greifen nicht an. Man von Kampf sogar von ihr Tipps holen. Ja gut, das habe ich nicht gewusst. Oder habe ich das schon mal gewusst? Nur nie eingesetzt, oder? Kann das sein? Es reicht immer noch nicht. Ich habe keinen Bock mehr. Logischerweise mit dem Hammer. Weil die Eisenstiefel nützen sich ab. So, endlich. Sorry für die langen Kämpfe heute mal wieder. Ich habe ja aber irgendwas gefunden. So ein Teil wahrscheinlich, ne? Kanalkachel. Von einer diebischen Krabbe zurückgestiebitzt. Rasch zurück damit. Was ist das wohl für ein Ding?
Haben wir nicht irgendwo hier etwas gesehen, das genau viereckig war, zum Verschieben? Wo war das nochmal? Stell dich nicht für dumm dar. Ja, aber für mich reicht's das heute. Wenn ihr den nächsten Part nicht verpassen wollt, könnt ihr gerne abonnieren. Ich danke euch trotzdem wieder für eure Aufmerksamkeit dieses Parts von Paper Mario und der Origami King. Habt dann noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Part. Tschüss, bis dann.